Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe der UFC Fear Fighter Karriere. In der letzten Folge haben wir es tatsächlich geschafft, uns den Light Heavyweight Titel zu holen. Und jetzt versuchen wir natürlich, den so lange wie möglich bei uns zu halten. Wir springen in die Karriere. In der Karriere angekommen stand ja auch schon letztes Mal fest, wer unser nächster Gegner sein wird. Es ist Volkan Özdemir. Unser größter Rivale, würde ich schon sagen. Und den Kampf, den nehmen wir natürlich an, gegen den Schweizer. Definitiv. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, gegen Özdemir. Der dritte Kampf zwischen diesen beiden. Und genau, damit sind wir im Trainingslager und wir sehen uns am Ende des Trainingslagers wieder. So, erste Sache im Trainingslager ist eine UFC-Welttournee, die wir uns nicht leisten können. Die werden wir uns nie leisten können, denn wir haben ja einen Sponsor. Das ist ein bisschen schlecht. Aber was haben wir denn da? Dana White und die UFC möchten, dass du anlässlich deines bevorstehenden Kampfes zu mehreren Pressekonferenzen auf mehreren Kontinenten fliegst. Wir machen eine Gutscheinankündigung für einen Sponsor. Volkan Özdemir hat die Chance, sich in der UFC gegen seinen erbitterten Rivalen Sean Liddell den ersehnten Titel zu holen. Da hat man nochmal vom Rematch ein schönes Bild gesehen. Oh Mann, Mason. Block doch wenigstens. Ja. Oh, Alter, der Arme. Ja, das soll's gewesen sein mit Mason. Jawohl, das is it mit Mason, aber hoffentlich Mason ist aus. Das ist out bei Mason, oh mein Gott. Der Arme, ausgenockt im Training. Ah, der ist verletzt. Das ist ja komisch, also, ne, was heißt komisch, das ist ja eigentlich cool gemacht. Wie lange ist der denn verletzt für die ganze Woche? Wenn man den einmal auslockt? Vielleicht doch keine so gute Idee, Mason zu finishen. Okay. Zudem geben wir eine Prognose ab und die sagt, das wird ein Knockout in Runde 2. Özdemir wird in 2 Runden ausgenockt. Oh, der Headkick hat gesessen. So, jetzt vielleicht irgendwas anderes im Kampf, was wir machen können. Ja, da gibt es 2 obligatorische Sachen. Und zwar Werbeaufnahmen. Die UFC verlangt von dir, einen Werbespot für deinen bevorstehenden Kampf zu drehen. Oh, komm hoch, komm hoch. Komm doch hoch. Das gibt's doch nicht, Alter. Komm hoch. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Vielleicht wird sich ja auch Jan Blachowicz irgendwann mal melden. Das wäre auf jeden Fall auch cool. Aber 2 Rivalen gleichzeitig zu haben, ist ja irgendwie unrealistisch. Ja, damit sind wir auch schon hier am Ende des Trainingslagers angekommen. Und wir springen in die Fight Week. Özdemir inzwischen einen Rekord von 24 Siege und 8 Niederlagen. Und ich würde sagen, damit springen wir in den Kampf. Die Facecam verschwindet und wir sehen uns beim Kampf wieder. Coming up next, a matchup for the UFC Light Heavyweight Division title. Alright, here he is making his way to the octagon and looking to leave as the new UFC light heavyweight champion. He is the number one ranked 205-pound contender and is finally realizing the title fight here tonight. He believes he has a lot of advantages in this fight. He believes he's the better man. Look at the confidence on his face. No UFC jitters for this man. He is out to prove tonight that this champion is a one-trick pony and that he is the best light heavyweight on the planet. We'll see if he can turn those words into actions here in short order. Well, he has joined a long list of Hall of Fame types, Chuck Liddell, John Jones, Daniel Cormier. Now this man is the hunted at 205 pounds. He is the UFC light heavyweight champion. He has defended the belt. He has proven without a shadow of a doubt that he's the best 205er in the world. A lot of momentum with the challenger here tonight, though. A lot of people think we're getting a new champion. The champion is not among those. We'll see if this man can walk out the same way he walked in as the undisputed light heavyweight champion of the world. Tale of the tape for this, our main event of the evening.
Ustemir is 10 years his senior. The reach is identical. And with the official introductions, here is the veteran voice of the Octagon, Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the Octagon, Herb Dean. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds for the undisputed UFC Light Heavyweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 24 wins, 8 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 205 pounds. Presenting the challenger, Volkan Ozdemir. And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 17 wins, 2 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 194 pounds. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Liddell! Jetzt sind wir auf jeden Fall gespannt, ob es hier zu einem Touch Gloves kommt. Nein, Ozdemir hat da auf jeden Fall keine Lust drauf. Und wir gehen in den Kampf. Wir machen wieder unsere Anspielungen. Gut, vielleicht war es das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und wir sind gespannt. Rematch gegen Ozdemir. Was heißt Rematch? Das ist der dritte Kampf gegen Ozdemir. Ich wollte ihm gerade wieder mal die Faust geben. Das hätte ich mir eigentlich auch sparen können. Und Mann, kommen unsere Schläge schnell. Und wir sind gespannt. Oh, da sitzt mal hier der Frontkick. Da hat sich schon ein leichter Cut über Ozdemirs linken Auge geöffnet. Das können wir auch. Gleich nochmal. Und die andere Seite. Und die sitzt, die andere Seite. Ozdemir schon mal hier angeklingelt. Und der Frontkick auch. Und dann gehen wir auf den Rücken. Aber wir können hier nichts machen. Oh, und das ist der Knockdown gegen Ozdemir. Da hat ein Ellbogen gesessen auf jeden Fall. Und wir machen hier ordentlich Druck. Oh, Backfist. Die Backfist. Aber Ozdemir kann recovern. Oh, da sitzt man Overhand. Oh, der nächste Drop. Wir absolut dominant gegen Ozdemir. Superman Punch. Oh, Front Kick. Und Ozdemir ist ausgenockt. Ozdemir ist ausgenockt hier. Oh, sau stark gemacht. Uiuiuiui. Ich denke mal, wir haben die Rivalität hier deutlich beendet. Uiuiui. Rashad. Ich wollte gerade Rashad Evans sagen. Sean Liddell. Was eine Title Defense hier. Was eine Title Defense. Winner by Knockout. And still. Das war ein schneller Kampf. Der ging nicht mal über die erste Runde. In Runde 1 nach 4,5 Minuten haben wir hier Volkan Ozdemir gezeigt. Ich wollte gerade sagen, was der Arme hängt auf Crash Game Basis. Crash Games Basis. Das ist ein Insider. Crash Games. So eine geile Serie. Post-Fighter Highlights. Die Kampfrichter hatten im Octagon nicht viel zu tun, als Iceman Fighter einen Knockout gegen Volkan Ozdemir erzielte und seinen Titel damit verteidigte. Hier sehen wir nochmal den schönen Frontkick-Knockout. Damit gucken wir mal, wer unser Gegner für das zweite
Kampfangebot heute ist. Ich bin gespannt, Johnny Bones Jones kann es nicht mehr sein. Und es ist Alexander Gustafsson. Okay. Also der erste Kampf gegen den Schweden. Gegen The Mauler. So, damit sind wir auch im Trainingslager angekommen für diesen Kampf. Ich hoffe, wir können diesmal das machen. Ist es wieder diese Welttournee? Nein, es ist ein Primetime-Interview mit dem Host einer Late-Night-Show. Und zwar, die UFC hat dich für ein 15-minütiges Interview in der bekanntesten Late-Night-Show in Amerika arrangiert. Und ich hoffe, Mason ist wieder gesund, jawohl. Das heißt, es kann wieder losgehen. Erste Sache ist, wir gucken uns eine Aufnahme von The Mauler Gustafsson an, und zwar einmal die Bewertung. Er hat auch 4,5 Sterne und auch noch den Kampfstil. Gustafsson ist eigentlich kein Ringer. Eigentlich nicht. Er war zwar der Erste, der bei John Jones mal einen Takedown durchbekommen hat. Aber ob er jetzt direkt ein Ringer ist, ist die andere Sache. Da haben wir auch schon etwas für den Hype. Und was haben wir da? Ein UFC-Fotoshooting, an dem wir teilnehmen. Zudem werden wir jetzt auch noch eine Prognose abgeben. Und zwar sage ich, dass wir durch Knockout in Runde 3 gewinnen gegen Alexander Gustafsson. Jetzt müssen wir uns aber auch ordentlich ranhalten. Denn wir gehen jetzt in Woche 4, 2 Wochen nur noch, und wir müssen ein bisschen was machen. Unsere Fitness ist alles andere als optimal. Oh. Die Kombinationen, die waren sau stark mit dem Legkick hinten dran. Kriegen wir hier mal die Submission durch gegen unseren Teamkollegen. Und wir gehen zur Armbar. Das hätten wir geschafft. So, ich habe einige Entwicklungspunkte gefarmt in diesem Trainingslager. Sehr viele zusammengekratzt bekommen, also sehr viele nicht, aber schon einige. Wir haben jetzt 58 Stück und die werden wir eben kurz bevor es losgeht, nochmal eben schnell investieren. Damit sind wir am Ende des Trainingslagers angekommen. Wir springen in die Fight Week. Und wir haben von Dana White eine Nachricht bekommen, und zwar: Hey Sean, Planänderung für diesen Kampf. Alexander Gustafsson hat sich verletzt und ist draußen. Wir haben mit Corey Anderson einen Ersatz für dich organisiert, falls du den Termin trotzdem wahrnehmen willst. Ja, den nehmen wir an. Also ich würde sagen, wir nehmen Corey Anderson. Natürlich bin ich dabei, Boss. Mir egal wer. Ich kämpfe gegen jeden. Wir kämpfen also jetzt gegen Corey Anderson. Und dort haben wir auch ESPN, die uns eine Nachricht schicken. Einmeldung. The Mauler sagt den Kampf gegen Iceman Fighter ab. Alles ist jedoch noch nicht verloren, denn die UFC hat mit Corey Anderson einen Ersatz für den Kampf von Iceman Fighter organisiert. Da können wir auf jeden Fall antworten. Was nehmen wir denn da? Ich lese mir das mal kurz durch. Ja, ich würde sagen, wir provozieren The Mauler einfach mal, weil so kurz vorm Kampf letztendlich abzuspringen, okay, vielleicht hat er sich verletzt. Aber wir nehmen trotzdem, wenn du gar nicht kämpfen wolltest, warum hast du dann unterschrieben, The Mauler? Du verschwendest nur unsere Zeit. Corey Anderson, wir sehen uns im Octagon. Damit springen wir in den Kampf rein. Corey Anderson mit einem UFC-Rekord von 14 Siegen und 9 Niederlagen. Und ich würde sagen, die Facecam verschwindet. Wir sehen uns dann im Octagon wieder. Coming up next, a matchup for the UFC Light Heavyweight Division title. Way to the octagon and looking to lead as the new UFC light heavyweight champion. He is the number one ranked 205-pound contender and is finally realizing the title fight here tonight. He believes he has a lot of advantages in this fight. He believes he's the better man. Look at the confidence on his face. No UFC jitters for this man. He is out to prove tonight that this champion is a one-trick pony and that he is the best light heavyweight on the planet. We'll see if he can turn those words into actions here in short order.
Well, he has joined a long list of Hall of Fame types. Chuck Liddell, John Jones, Daniel Cormier. Now this man is the hunted at 205 pounds. He is the UFC light heavyweight champion. He has defended the belt. He has proven without a shadow of a doubt that he's the best 205er in the world. A lot of momentum with the challenger here tonight, though. A lot of people think we're getting a new champion. The champion is not among those. We'll see if this man can walk out the same way he walked in as the undisputed light heavyweight champion of the world. All right, now let's get you our tale of the tape for this light heavyweight championship fight. Anderson is 10 years his senior. He is 2 inches taller. He will have a 4-inch reach advantage. We go inside the octagon. Here is Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon, Eve Loving. And now, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. Live from the sold-out Bell Center in Montreal, Quebec, Canada. It's time! 5 rounds for the undisputed UFC light heavyweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler holding a professional record of 14 wins, 9 losses. He stands 6'3" tall, weighing in at 205 pounds. Presenting the challenger, Corey Anderson. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a boxer, holding a professional record of 18 wins, 2 losses. He stands 6'1" tall, weighing in at 194 pounds. Presenting the reigning, defending, undisputed UFC light heavyweight champion of the world, Liddell! So, damit steht also der Kampf an. Eve Loving, der Referee. Und kein Touch Gloves. Überhaupt keiner. Bei beiden nicht. Und der Kampf möge beginnen. Es gab auch einen Hinkampf zwischen diesen beiden. Den konnten wir durch Frontkick Knockout damals gewinnen. Und jetzt versuchen wir natürlich auch das Rematch zu gewinnen. Wir wollen ja unseren Titel natürlich auch verteidigen. Oh, da sitzt gleich mal die Overhand. Oh, und der Front, der Headkick, Entschuldigung. Und Anderson mit dem Takedown. Oh! Und Anderson wieder angeschlagen. Ah, ne, den Takedown kriegt er auch durch. Ich wollte gerade eigentlich einen Frontkick setzen. Jetzt schaffen wir es aufzustehen. Okay, Referee Eve Loving unterbricht die Situation. Und Anderson muss ja aber auch auf seine Ausdauer ein bisschen aufpassen. Oh, Headkick! Und das war's mit der ersten Runde. Die Runde geht auf jeden Fall an uns, würde ich sagen. Wir haben 2 Knockdowns erzielt. Nochmal einmal bitte die Wiederholungen. Da sehen wir es, der Headkick. Boah. Ordentlich gesessen. Und mit dieser wunderbaren Wiederholung springen wir in Runde 2. Gegen Corey Anderson. Die erste Runde geht hier safe an uns. Und der nächste Headkick. Und der Frontkick, den wir damals von Corey Anderson sogar gelernt haben. Oh, da hat die Overhand mal gesessen. Anderson jetzt also mal wie wirklich mit starken Schlägen. Oh, Frontkick Stufe 4. Der hat nochmal ordentlich gesessen. Headkick! Und den Kampf können wir leider nicht beenden in Runde 2. Corey Anderson,
nochmal zu Boden geschickt. Wieder durch einen Headkick. Damit springen wir in Runde 3. Und so langsam muss von Corey Anderson ein bisschen mehr kommen. Oh, okay. Setzt hier einen guten Schlag. Den Takedown können wir auch nicht verteidigen. Er hat bisher jeden durchbekommen. Und jetzt kommen wir zum Triangle Choke. Jetzt kommen wir zum Triangle Choke. Und wir gehen zur Kombination. Ich habe die gar nicht im Blick hier. Aber wir gehen zur Armbar. Wir gehen zur Armbar. Und es könnte der erste Submission Win werden. Und wir kriegen die Submission durch. And still. And still. Armbars auf Stufe 3. Submission. Unsere erste Submission im Octagon. Es ist die Armbar. And still. Hier sehen wir es nochmal, der Takedown. Der kam zwar gut durch. Aber hier, die Submission gegen Corey Anderson. And still, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Aber wir bleiben Champion. Puh. Haben wir gut kombiniert auch mit dem Triangle Choke. Übergegangen in die Armbar. Schöner Move. Da haben wir die zweite Titelverteidigung gegen Corey Anderson. Ah, man kann die hier nachgucken. Hier sieht man 25.09. gegen Volkan Özdemir. Natürlich wissen wir. Und knapp 4 Monate später gegen Corey Anderson in Runde 3 durch Submission. Zwei Titelverteidigung jetzt also für uns. Und wie viele Knöpfe passen denn darauf? Das sind 4, 8, 4x4, 16, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und wir haben einen Kampfbonus erhalten. 3 Kämpfe sind wieder rum. Und wir sind jetzt mal gespannt. Ein 5-Kampf-Vertrag, das sind schon mal eine ganze Menge. Verteidige deinen Gürtel 4-mal. Das nehmen wir. Das nehmen wir. 5 Kämpfen, 4 mindestens gewinnen, um den Gürtel zu verteidigen. Natürlich wollen wir 5 gewinnen, ist klar. Aber das ist auf jeden Fall ein heftiger Bonus, der auch vielleicht gar nicht so einfach ist. 157 Tage. Jared Cannonier verteidigt seinen Titel gegen Robert Whittaker. Und wir haben eine Nachricht von Alexander Gustafsson. Und von Jan Blachowicz. Oh, okay, also wir gehen jetzt erstes die Nachricht von Gustafsson durch. Und zwar meint er: Nach meiner Verletzung hat die UFC Iceman Fighter einen viel zu leichten Ersatzkampf gegeben. Dieser Sack war wohl geschenkt. Dieser Sack. Dieser Sieg. Dieser Sack war wohl geschenkt. Gut. Ja, The Mauler, wenn du meinst, dass das so ist, ist leicht vom Sofa aus eine große Klappe zu haben. Aber Hauptsache, einer verletzt machen. Das wird unsere Nachricht gegen The Mauler, Gustafsson und Jan Blachowicz. Sogar mit Emojis. Wir wissen doch alle, dass die Bodenskills von Iceman Fighter nicht mal im Ansatz gut genug sind, um gegen jemanden mit ein bisschen mehr Ahnung bestehen zu können. Also ich werde jetzt sagen, wir haben Corey Anderson vielleicht einen der besten Light-Heavyweight-Ringer hier ordentlich dominiert und in einem Boden haben wir eine Submission bei ihm durchgepunkt. Auch hier werden wir natürlich provokant antworten. Diese Standard-Bodenskills sind locker gut genug, um so eine Null wie dich zum Tappen zu bringen, als würde dein Leben davon abhängen. Das sind harte Worte. Trash-Talk-König vielleicht. Mal gucken. So, auf jeden Fall gucken wir noch, wer unser nächster Gegner sein soll. Wir gucken ins Kampfangebot. The Mauler. Blachowicz. Es ist der Kampf, der angesprochen wurde gegen Alexander Gustafsson. Den werde ich jetzt auch nicht annehmen, denn das soll es heute gewesen sein mit der UFC-Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von der UFC 4 Fighter-Karriere, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben. Nee, lasst gerne ein Abo da und keinen Daumen nach oben. Obwohl, einen Daumen nach oben könnt ihr auch da lassen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.